Einmal hier rüber. Zum Teufel ist der hin. Ach, verdammt, jetzt kommt der runter. Grrr. Ich wollte ihn nach unten ausschalten. Na, ziehen wir erstmal wieder ab. So, der ist schon mal erledigt. Ich würde natürlich gerne den Riddler-Typen als letztes behalten. Ah. Nein, ich will hängen, hängen. Hoch. Das ist nicht gut. Wie geht denn hängen nochmal so rum? Ja, ist lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. 12. März ist heute, wie gesagt. Und... ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Da war ich noch erkältet, das weiß ich noch. Was? Es kam von hier drüben, ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. War's das? Mir? Zeit zu sterben! Ich hab ihn! Er ist hier! So, jetzt hast du mich aber nicht mehr, du... Was wirst du tun, wenn du dich nirgendwo... Da lang! Er ist da lang! Ah, er hat mich gesehen. So, zack. Haha. Riddler, rede. Oh Mist. Okay, okay, ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. So. Gute Nacht, Johanna. So, jetzt gehen wir mal auf Trophäensuche. Die sind ja auch gerne mal in so Schächten hier versteckt. Boah, ja. Jui, und einmal reingehen. Ah ja, da, ach genau, hier war auch noch eine. Genau, und da hinten bei, wo Mr. Freeze war. Da war auch noch eine. So, das hätten wir. Die Handlanger des Pinguins. Ich drücke immer wieder diese M-Taste für Map. Map. Jo. Ah, da oben war genau. Die war da oben versteckt. So, erstmal kurz gucken. Nein, er hat noch nichts. Artefakt. Arte. Der Fernsehsender, deutsch-französische Fernsehsender mit sehr guten Dokumentationen manchmal. Ja, aber ich war eigentlich immer noch bei Film stehen geblieben, bei meiner Aufzählung, aber das ist so viel teilweise, ich kann es gar nicht aufzählen. Neuer Entwurf. Ah, hier haben wir schon mal noch ein Pinguinchen. Die muss ich ja auch noch suchen. Nein. Sind die hier drin versteckt? Hier sind die nämlich auch gerne mal drin. Nein. Ah, wir können ja mal über Horror-Games, über sogenannte Horror-Games sprechen. Wie zum Beispiel, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, ist, dass alle derzeit so auf Amnesia The Dark Descent abgehen. Ich muss sagen, ich habe selbst... einmal oder zweimal erst gespielt. Und das war jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie gegruselt hätte. So anders als beispielsweise Kevin, den der ein oder andere bestimmt ja auch kennt, der KP Home 18. Ja. Ah, hier. Hier bin ich richtig.
So. Whee. Ah, so hätte ich auch reinkommen. Alles klar. So, dann haben wir, glaube ich, jetzt hier. Ja, hier haben wir die Trophäen rausgeholt. Auf der anderen Seite. Jetzt muss man aber erstmal wieder hoch zum Becken. Ja, Horror Games, The Dark Descent. Kevin, ich habe da nicht so wirklich Bammel. Da gibt es noch einen anderen LP, der macht viel so diese Horror Games. Und ich habe mir schon den ein oder anderen Stream von ihm mal angefangen anzuschauen, aber der ist mir hin und wieder, muss ich sagen, ein bisschen zu abgedreht. Ja. Man muss es ja nicht lieben, aber ist jetzt nicht so meins immer so, dieses Abgedrehte. Ich bin ja auch abgedreht oder so, bin ich eigentlich auch nicht, behaupte ich einfach mal. Ohne es genau zu wissen, laufe ich eigentlich gerade richtig. Na, schon wieder. Immer drücke ich diese M-Taste. Was auch logisch ist eigentlich. Das ist aber nur, weil ich wieder so lange Star Wars gespielt habe und so wenig Batman. Aber ich nehme ja nur noch auf, wenn ich wirklich Lust habe. Oder wenn es sein muss. Aber ich versuche immer nur aufzunehmen, wenn ich Lust habe. Es ist die blöde... Der ist von dem Typen abgeprallt. Finde ich gut. Ah, komm, gib's ihm! Hat der mich gerade getroffen? Ja, der hat mich getroffen. Aber dank des Moves hat's nicht geschadet. Pams! So. Dann holen wir uns eben, weshalb ich hier bin. Wo war das denn? Hier war Mr. Freeze gefangen. Genau, hier ist es. So, letztes Mal hatten wir ja unter anderem dann noch schon zwei Nebenkampagnen abgeschlossen. Aber, ja. Ich war bei Horror Games stehen geblieben und abgedreht halt. Das ist ja auch so eine Sache, ob man das mag oder nicht. Es gibt ja viele Leute, und ich behaupte einfach mal zu wissen, dass er dazugehört, der sich so verstellt, wenn er spielt. Man muss sagen, ich verstelle mich vielleicht auch ein wenig, aber jetzt nicht von der kompletten Art her. Ich bin nur mal ein ruhiger Spieler, anders als Dennis, der ja bekanntermaßen ein sehr ehrgeiziger und emotionaler Spieler ist. Das bin ich jetzt ehrgeizig zwar auch, aber ich bin nicht so... Und, ja, Dennis ist ja auch einer, der verstellt sich nicht, der spielt wirklich so. Ich meine, das ist ja auch dieses Schöne bei ihm. Er zockt ja, oder er kommentiert ja so, als wenn er neben einem sitzt und das Spiel gerade live spielen würde. Das ist ja das Schöne. Das ist ja anders jetzt als bei so ruhigen Typen wie mir. Das ist da nicht wirklich spannend, aber gut. Ich meine, jeder hat halt seinen eigenen Stil. Ja. Die Kampfarena. Gleiten! Aber ich muss noch die Pinguine ausschalten, ne? Jetzt ist die Frage, wo sind diese Pinguine? Da muss ich Riddlers Herausforderung mal gucken. Uwe, da muss ich noch Zähne ausschalten, ein Rätsel lösen und noch ein paar Trophäen holen. The Bowery, wo auch immer das ist. Stahlwerk, oh ja, da Stahlwerk habe ich noch viel zu tun. Das Museum. Oh.
Cyrus Pinkys Naturkredit ins Mammut. Eine Trophäe und... Oh Gott, ich muss noch alle Pinguine ausschalten. Die Frage ist nur... Ja, die sind nur im Museum. Das heißt, wir fangen jetzt einfach gleich mal an. Ich fange vorne im Museum an, das einmal abzulaufen. Ja. Und dann schauen wir mal, wo diese ganzen Pinguine sind. Wäre auch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ich müsste nur wissen... Das muss ich vielleicht mir gleich mal merken, wenn ich so einen Pinguin sehe. Ob die, nein, okay. Frage hat sich beantwortet. Ich wollte wissen, ob die mit diesem Detektivmodus, ob die da hervorstechen, aber das tun sie nicht. Gut. Das heißt also, ich muss wirklich gucken. So. Aber ich wollte ganz an den Anfang. Und dann gehen wir von hier aus, würde ich sagen, direkt in die U-Bahn runter. Und machen dann da weiter. Ah. 6 haben wir jetzt. Ja. Es kommt auch, mich hatte mal jemand gefragt, wie ich es denn so finden würde, wenn ich so, ja, meine Klickzahlen doch so relativ weit unten sind für meine Abonnentenzahl. Und ich so eigentlich, für ihn, also seiner Meinung nach, hatte ich sehr wenig Abonnenten. Ich hätte...